Immer mehr Witwen bekommen keine Witwenrente mehr. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe kürzlich eine ganz interessante Veröffentlichung gelesen zum Thema Witwenrente, Witwerrente, Statistiken der deutschen Rentenversicherung. Und da ist es einfach so, dass immer mehr Witwen nach dem Tod ihres Partners entweder gar keinen Rechtsanspruch mehr oder keinen Auszahlungsanspruch auf die Witwenrente haben oder immer weniger Witwenrente bekommen. Und die Anzahl derer Frauen in Deutschland, die eine Witwenrente bekommt, nimmt stetig ab. Langsam, aber stetig ab. Hingegen die Witwerrenten, also das männliche Pendant der Witwerrente, sozusagen immer mehr nach oben geht. Das heißt also, immer mehr Männer bekommen eine Witwerrente. Ja, und bei der Witwenrente oder Witwerrente geht es ja letzten Endes um die finanzielle Absicherung des Ehepartners nach dem Tode. Und eine Witwenrente bekommt man ja grundsätzlich immer nur dann, wenn man nach den neuen Rechtsregelungen ein Jahr verheiratet war und der verstorbene Ehepartner mindestens 5 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert war. Ja, und dann hat man Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente. Und dieser Anspruch, ich hatte ja gerade gesagt, der ist wie immer an bestimmte Voraussetzungen auch noch gebunden. Da gibt es dann die große und die kleine Witwenrente, aber das wollen wir mal gar nicht so sehr aufdröseln. Und das Entscheidende ist, dass wir in den letzten 30 Jahren bei den Frauen eine interessante Entwicklung hatten. Wir haben praktisch ausgezahlte Witwenrente in den letzten 30 Jahren gingen von 5 Millionen Renten auf 4,5 Millionen zurück und im gleichen Zeitraum eine Verfünffachung stiegen die Witwerrenten auf 736.000 Euro Renten. 736.000 Renten. Ja, also bitte nicht 4,5 Millionen Euro Rente, sondern 4,5 Millionen Renten bei den Witwenrenten und 736.000 Renten bei den Witwern. Ja, und das Entscheidende ist, das hat dieser Beitrag aber noch nicht so ganz klar herausgebracht, den ich da gelesen habe. Was gibt's denn da für Gründe, warum immer mehr Witwen weniger Witwenrente bekommen? Erstens, es gibt da auch einen ganz klaren Trend, immer mehr Frauen sind erwerbstätig. Frauen verdienen mehr. Gott sei Dank, finde ich super gut. Deshalb wird auch, das ist nun mal so bei der hinterbliebenen Rente, der Verdienst auch an die Witwenrente angerechnet. Das kann eben dazu führen, wenn gut verdienende Frauen oder wenn Frauen einen guten Verdienst haben, dass dann die Witwenrente entweder gar nicht oder nur noch im geringen Maße ausgezahlt wird. Und das führt dann eben zum Wegfall der Auszahlung. Und deshalb gehen die Zahlen zurück. Natürlich kann es sein, wenn der Todesfall relativ jung in Jahren eingetreten ist, dass eine Wiederheirat dann auch zum Wegfall von hinterbliebenen Rentenansprüchen führen kann. Das ist auch klar. Aber im Kern ist der Trend klar. Immer weniger Frauen erhalten eine Witwenrente, dagegen immer mehr Männer finanziell im Alter beim Tode der Partnerin abgesichert sind. Meine Damen und Herren, nochmal für Sie zur Klarstellung. Witwenrenten, hinterbliebenen Renten haben einen wirtschaftlich großen Effekt, eine große Bedeutung. Sie sichern zum Teil auch das Überleben der Hinterbliebenen. Ja, wenn die eigenen Altersrenten, die eigenen Erwerbsminderungsrenten sehr gering sind, kann die Witwen- oder Witwerrente doch hier zu einer erheblichen Aufbesserung der Haushaltskasse führen. Das ist der wirtschaftliche Hintergrund der Witwenrenten und Witwerrenten. Witwer- und Witwenrenten haben eine Einkommensersatzfunktion. Sie sollen praktisch dazu dienen, dass Ehegattenersatz, der durch Tod wegfällt, hier im Rahmen der eherechtlichen Sorgeansprüche durch den Staat, durch die deutsche Rentenversicherung, an den Hinterbliebenen gezahlt wird. Natürlich nicht in voller Höhe, aber eben entweder zu 60% oder zu 55%. Witwen erhalten im Schnitt 727 Euro Witwenrente gezahlt, bei den Witwern sind es 376 Euro. Das nur noch zum Abschluss dieses Videos. Meine Damen und Herren, Sie sehen, Witwen und Witwerrenten sind eminent wichtig, aber bei den Frauen geht es ein bisschen zurück. Mit der Anzahl der Witwenrenten bei den Männern steigt es dafür ein bisschen an.
Mal sehen, wie der Trend dann in der Zukunft ist. Schauen wir mal, wie sich die Rechtslage in 10 Jahren gestalten wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.